Frédéric Chopin stand kurz vor seiner Abreise in die damals großen Musikmetropolen. In Wien, Paris und London wollte er als Klaviervirtuose brillieren. Dafür schrieb er seine Klavierkonzerte im sogenannten Stil Brillant und stattete sie mit höchster Virtuosität aus. Doch es kam anders. Die Reise nach London fiel gänzlich aus und auch die angestrebte Virtuosenkarriere stellte sich nicht ein. Dass er als Komponist zu Weltruhm gelangen würde, dass seine Werke 150 Jahre später zu den am meisten geliebten und meist aufgeführten Kompositionen der Musikszene zählen würden, ahnte er damals freilich nicht. Hört man in den Werken von Chopin die Sehnsucht nach dem Vaterland heraus oder auch Liebeskummer, seine Krankheit oder gar die mallorquinischen Regentropfen? Dem Musiker selbst, der alles andere war als ein sentimentaler Komponist, waren solche Assoziationen verhasst. Was jedoch den zweiten Satz des F-Moll-Konzertes betrifft, eine von Chopins schönsten Inspirationen überhaupt, so hat der Komponist seinem Freund Titus Wojciechowski am 3. Oktober 1829 brieflich anvertraut, er habe diesen Satz komponiert in Gedanken an sein Ideal. Seine angebetete Jugendliebe Konstanzia Kwiatkowska, von dem ich träume, zu dessen Gedenken das Adagio in meinem Konzert entstanden ist. Es war mir ganz klar, wenn ich die beiden Chopin-Klavierkonzerte aufnehme, dann auf einem Pleyel-Flügel von 1845, den ich bei einem Klaviersammler in der Nähe von Hamburg fand. Es ist einfach der Reiz sozusagen, den Klang der damaligen Zeit einzufangen. Und dieses Instrument hat mich von der ersten Sekunde an verzaubert. Ich habe mich in dieses Instrument verliebt.